Heute im ersten Schritt mal vorstellen, wo ich bin, was ich so vorhabe und was ich bis jetzt gebaut habe. Also hinter mir sieht man mal einen Teil der Anlage, das ist das erste Diorama, nennt Diorama Jagdschlösschen, und darunter ist die Gleiswindel, die zum Schatterbahnhof geht. Ja, und die ganze Anlage steht in Grünkraut. Das ist ein Ort zwischen Ravensburg und Wangen im Allgäu. Hier habe ich einen ganz, ganz tollen Raum bekommen. Also ich muss sagen, das ist hier eine Firma. Und die hat mir früher mal gehört. Und da habe ich jetzt über den Verwaltungstrakt einen Raum gekriegt mit ca. 220 Quadratmeter, der zu meiner freien Verfügung steht. Also hier kann ich schalten und walten, wie ich möchte. Das ist ganz toll. Da kann ich, schließe ich abends den Raum ab, wenn ich nach Hause gehe. Ich wohne nicht hier, ich wohne 10 Kilometer weg und kann dann alles so lassen, wie es ist, und am nächsten Tag oder wie ich Lust habe, weiterbauen. Das ist eine Firma für Oberflächentechnik, das heißt Pulverbeschichtung und Industrielackierung. Ich baue mit Märklin hauptsächlich, also C-Gleis. Ich habe bis jetzt ca. 200 Meter Gleis verlegt, 50 Weichen. Steuern tue ich das Ganze mit der CS3 Plus. Habe aber aufgrund der Anlagegröße, die geplant ist, auch den Traincontroller Gold installiert. Mal schauen, wie lange die CS3 ihre Dienste tut, bis sie an ihre Grenze kommt. Wobei ich schon gemerkt habe, dass Gleisbilder und solche Geschichten auf dem Traincontroller viel komfortabler zu machen sind. Von daher werde ich da früher oder später einsteigen. Ich muss immer auf den Zettel gucken, spiegeln, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also ich will auch deutlich sagen, dass ich in den Videos, die ich drehen werde in Zukunft, keine Werbung mache für irgendeinen Hersteller von irgendwelchen Artikeln. Ich möchte einfach nur das aufzeigen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe und wo ich eben schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das ist dann nicht als Werbung zu verstehen, oder ich will auch nichts anderes schlecht machen. Es ist nur mein persönliches Empfinden, das ich damit teile. Jeder hat seine Vorliebe und findet immer wieder was Neues. Es gibt ja auch nicht alles bei jedem Händler zu kaufen. Wobei ich schon Wert drauf lege, also nicht alles im Internet zusammenzukriegen, sondern eben schon zu meinem Händler gehe. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in Meckenbeuren einen Händler noch habe, ein kleiner, aber ganz, ganz feiner, ist die Firma Gresser. Und auch das ist keine Werbung, ich erwähne das nur, weil ich da ganz toll beraten bin. So, natürlich, ihr merkt es, ich stehe mit dem Film auch ganz am Anfang. Das heißt, der eine oder andere Wackler oder das eine oder andere Rauschen bitte ich mir zu verzeihen. Das wird vielleicht, oder es wird mit Sicherheit in Zukunft besser. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Leute, das Video habe ich, glaube ich, jetzt 10-mal angefangen, habe mich dauernd verpappelt und habe wieder gelöscht und wieder und nochmal anguckt und denke, nee, das kannst du so nicht machen. Aber wie gesagt, das wird, da bin ich mir ganz sicher. So, ich mache jetzt gleich mal einen kleinen Rundgang mit euch durch den Raum und zeige euch mal, wie das so aussieht und was ich so vorhabe zu machen. Meine Lieblingsbeschäftigung an der Anlage, an der Eisenbahn,
ist der Landschaftsbau, die Landschaftsgestaltung, das Bauen von Häuslern und so weiter. Da kann ich mich ausleben. Ich mache auch Bäume, Büsche und so viel selber mit Naturprodukten. Wo es bei mir hängt und wo ich meine Probleme habe, ist einfach die Elektronik. Damit hatte ich auch im Berufsleben eigentlich nicht viel zu tun. Ich bin Handwerker. Und da tue ich mich manchmal ein bisschen herb. Aber ich arbeite mich da ein. Und es gibt ja viel zu lesen und viel zu nachzuschlagen, auch auf YouTube. Da haben wir schon viele Anregungen geholt. Aber wie gesagt, es hängt immer wieder und da muss man sich dann einarbeiten und durchbeißen einfach. Ist mir bis jetzt gelungen. Ich hoffe, dass es so weiterläuft. Also macht Spaß. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. So, das ist jetzt die Fabrik. Also ich filme jetzt alles aus der Hand. Das ist mal die Lagerhalle, das ganze Material. Und jetzt gehen wir in mein Reich. Das befindet sich hier. Da wird es jetzt gleich ein wenig dunkel. Hier geht es jetzt die Treppe hoch. Nehmen wir uns die Treppe hoch. So. Jetzt soll es ein bisschen unscharf sein. Das macht auch nichts so. Das ist meine Schatzkammer da drinnen. Da habe ich noch Lokomotive, Wege und so weiter und so weiter. Die noch Drehscheibe vom Mautwind ist auch dabei. Das muss man alles noch einlesen. Hier habe ich mein Holzlager. Styrodurlager. Links sieht man ein bisschen die Anlage. Schau. Da ist mal eine Müllecke, Kartonage. So, hier. Vespertisch mit Kaffeemaschine und Musik. Ganz wichtig, ganz wichtig. Hier ist mein Tischle, an dem baue ich Felsen, Gießmauern, solche Geschichten. Ja. Hier, die muss ich noch anmalen. So, die sind so im halbfertigen Stadium. Hier liegen meine ganzen Gräser rum. Grasbüschel, zum Teil auch selber gemacht, die aus der Alufolie, die ich dann, das meinte ich vorher damit, ich kann hier alles stehen und liegen lassen. Also ich lasse es so liegen und dann mache ich dann hier in dem Diorama wieder weiter. Da bin ich jetzt schon ziemlich weit. Also immer wenn mir der Kopf qualmt, wegen der Elektrik, Elektronik, wegen dem Löten und so weiter, dann mache ich hier ein bisschen weiter und ruhe mich da wieder aus. Da ist ein kleiner Badesee mit einem Zeltplatz. So. Die Bäumle sind zum Teil auch selber gemacht. Aber das kann ich, wenn das jemand interessiert, mal erklären, wie ich das mache, mit welchen Hilfsmitteln und welche Grundstoffe, der zum Beispiel, der ist selber gemacht, der hellgrüne da ist selber gemacht, natürlich verwende ich alle gängigen Hersteller, sonst auch noch. Habe mich jetzt ein bisschen auf Reiki eingeschossen, weil die gerade diese schöne Fichte und auch Laubbäume machen. So, die Pfeifenputzer, sogenannte Pfeifenputzer.
Die nehme ich eigentlich nur so zum Auffüllen. So. Jägerstand, so sieht es bis jetzt aus. Also das ist das, was mir richtig Freude macht und was ich richtig gern mache. So, und hier ist die Anlage. Oben die Paradestrecke. Da steht sogar schon Bahnhof dahinter. Und unter Zufahrt. Ah, sieht man jetzt schlecht. Jetzt wieder scharf. Zufahrt zum Bahnhof und die Ausfahrt natürlich wieder über die Gleiswände hier. So, diese Platte oder dieses Segment von der Anlage ist jetzt eine L-Form mit 7,50 Meter Länge. Ja! War jetzt mal mein erstes Video und ich habe beim Anschauen auf meinem Schneideprogramm festgestellt, dass ich mir gar nicht richtig vorgestellt habe. Also mein Name ist Jürgen Rudek und ich bin 63 Jahre alt. Das mal zu dem. Das hat also nichts mit sparsamen Schwaben zu tun, die an die Worte sparen. Nee, ich habe das schlicht und ergreifend vergessen. Aber es gehört sich ja eigentlich, dass man sich vorstellt. Ja, ich bedanke mich jetzt mal für das Interesse und für das Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Video von mir. Wie gesagt, sind noch kleine Schwächen drin, egal ob es die Beleuchtung ist. Ich bin auch mit der Kamera noch nicht ganz eins, aber dann das Sprechen vor der Kamera, das ist halt alles neu, und aber das wird, denke ich mal. Ich werde versuchen, oder ich habe das fest vor, auch wenn das jetzt am Anfang relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und dann von der Anlagebauerei halt abgeht, aber ich möchte regelmäßig Videos einstellen, weil mir das auch echt gesagt Spaß macht, Videos zu drehen und zu bearbeiten und eben auch meine Erfahrungen weiterzugeben. Die nächsten Projekte, die ich machen werde, sind Kontaktgleise bauen, Blockstrecke einrichten über CS3 Plus. Dann habe ich auf der Hauptanlage noch zwei Nebenstrecken gebaut für kleine und kurze Züge. Also ich habe Schienenbus, ich habe den gläserne Zug, ich habe kleine kurze Güterzüge, die ich da fahren lassen will, unabhängig vom Hauptkreis, von der Hauptanlage. Ja, das ist so, das muss ich mit Strom versorgen, noch, mit Fahrstrom. Da sind auch jeweils Abstellgleis dabei, muss ich die Weichenantriebe noch anschließen und einprogrammieren, Decoder M83. Dann dieses gesammelte Wissen von der Teststrecke dann auf die Hauptstrecke übertragen, weil erst wenn dann auf der Hauptstrecke die Blockstrecke laufen, kann ich ja
die Landschaft weiterbauen, Städtegestaltung und so weiter. Weil, wenn die Technik nicht passt, brauchen wir gar nicht anfangen, irgendwelche Gleise einzuschottern oder Büschle zu pflanzen, muss man noch alles wieder rausreißen. Also ja, es bleibt weiter spannend. Ich habe ganz am Anfang vom Film gesagt, dass ich hier in der Fabrik bin, Industrielackierung, Pulverbeschichtung. Wenn da Interesse besteht, kann ich auch mal was über das Pulverbeschichten zeigen, erklären. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte über das Lackieren, wenn das jemand interessiert. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich sowieso über Kommentare. Und Feedback ist immer wichtig, dass man weiß, wie es gefallen hat. So, dann belassen wir es da mal jetzt dabei. Und ich wünsche allen eine gute Zeit und das nächste Video kommt bestimmt. Tschüss!